Ich bin immer noch angefressen von Miami. Oh, wie konnte Leclerc das kacken, ey? Ein paar neue Autoteile? Nee, also ja, neues Chassis, aber ist noch nicht fertig. Könnt ihr hier einen neuen Flügel einbauen, aber es lohnt sich nicht. Der Flügel ist sowieso drin. Seitenkisten. Höchstens für, na, für Science. A4, boah, ich weiß ich nicht. Ja, und die Aufhängung ist sowieso cool. Na gut, Carlos. Dann kriegst du einen neuen Seitenkasten. Warte mal. Motor sieht nicht gut aus. Bei beiden nicht. Brauche ich da jetzt schon einen? Sind wir jetzt? Spanien, nein. Doch bei Leclerc könnte ich einen, oder? Hm. Nee, ist ja keine Strafversetzung. Mit Carlos ein. Ist ja sein Heimrennen. Das gönne ich ihm noch. Aber mehr wird es auch nicht werden, die Saison. Hallo. Okay, beide bei 11. Naja, mal gucken, wie es im Qualifying läuft. Es ist dein Heimrennen. Enttäusch mich nicht. Carlos. And ready to check when you can. Ready to check, okay. Okay. Schickt beide los. Ja, ich versuche heute mal zwei Rennen zu schaffen. Wird schwierig, aber nice Science, nice. Was war da los, Leclerc? Okay, ja, Fragezeichen. Das ist ja eh noch. Erst am Anfang kann ich eigentlich jetzt sagen, könnte auf alten Reifen fahren, theoretisch. Oder auch gar nicht losfahren. Runden sind gut. Ja, wir bleiben drinne. Oder? Ja. Sind alle so weit weg von uns. Die haben alle keine Chance gegen uns. Wir kommen safe weiter. Als Erster und Dritter. Das stimmt schon mal. Erster auch gut. Perfekt. Ihr schafft sogar weiterzukommen mit einer alten Reifenmischung. Ich glaube an euch. And radio check when you can. Radio check, okay. Okay. Was heißt es jetzt vor Leclerc? Das ist leicht negativ. Damit hat Leclercs Runde komplett versaut. Den muss ich dann mal rausschicken. Schön. Gefällt mir. Jetzt haben wir dann Perez vor uns, Mann. Ach komm, das ist eine okay Runde. Entscheide ich spontan, ob ich die nochmal rausschicke. Nee, bräuchte nicht. Das haben sie eigentlich sicher. Wieder so wie Verstappen. Warum die den rausschicken, verstehe ich nicht, aber egal. Einfach mal Teile sparen.
Meine Mutter von Leclerc ist ja schon ordentlich benutzt. So, wir haben jetzt gut Reifen gespart fürs Qualifying jetzt. And radio check. Radio check, okay. Okay. Oh nein, Gasly. Könnte aber noch hinhauen. Mit der Runde. Okay. Sainz ist aber um einiges schneller. Andrea! Alonso drehte sich. Okay. Den perfekten Zeitpunkt abwarten. Oh, ich hab's bis Sainz ein bisschen verkackt. Oh. Der ist sehr weit hinten. Vielleicht hätte ich auch so ein Windschattenspielchen machen können. Ne. Sainz auf der Pole. Interessant. Es ist der Renntag. Ja, Renntag, gut. Diesmal bitte eine gute Strategie. Es wird definitiv ein Two-Stopper. Mag ich jetzt nicht so, aber okay. Gefällt es auch am Ende auf Rot zu fahren. Ich nehme trotzdem die sichere Strategie von beiden. Ich will ja nichts verschreien. Eines der ältesten Rennen im F1-Kalender. Das ist der große Preis von Spanien. Verstappen auf Rot? Die Ampel ist aus und los geht's. Der traut sich aber was. Okay. Na gut. Wir können pushen. Ferrari rückt um eine Position vor. DRS enable. Gut. Also Sainz legt da gut los. Aber ich gucke mit Leclerc sowieso auf eher auf Monaco. Damit er Monaco auf jeden Fall gewinnt. Sainz darf Spanien gewinnen. Er ist auch gerade besser, kann am Motor liegen. Aber der fährt Leclerc da ordentlich weg. Er hat keine Chance. Naja, nach dem selbstverschuldeten Ausfall, ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Treibstoff sieht überhaupt nicht gut aus. Norris hatte einen Unfall. Würde ich mir gerne ansehen. Da sind Wagen auf der Strecke aneinander geraten. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Oh, Alpine und McLaren. Alonso hat ihn abgeräumt. Flügelschaden bei beiden. Und da passiert der Unfall. Ich würde mal sagen, dazu wird es später noch Fragen geben. Warum? Ich verstehe manchmal einfach nicht, warum die da nicht raus sind. Ist bisher noch keiner rausgeflogen. Nicht mal Leclerc nach seinem fetten Unfall. Wo man safe eigentlich davon ausgehen hätte können, dass er rausliegt. Im echten Formel 1. In der echten Formel 1, ja. Das hat Alfa Romeo und Haas vielleicht geholfen. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Verstappen. Der muss als erstes wechseln. Ja, ist jetzt auch ein Buchsenfenster. Wollen wir auch gleich. Vielleicht Buchs. Hier. Wechseln auf die Mediums. Ein Box, Carlos, Box. Hier, hab ich die Box. Doch auch immer die Box zu kopieren. Ich finde das nicht gut. Reicht das mit 9 Sekunden? Das reicht mit 9 Sekunden. Ich habe doch gerade gesagt, du sollst Boxenstopp machen. And Pettit just beat it now.
Was antwortet Leclerc? Nein, ich mag das immer, wenn die antworten. Ach man. Guter 2-6er, weil. Ach, Sainz war guter 2-5er. Der hatte noch 2-6. Okay, immerhin noch gut. Ich finde das irgendwie unfair beim Boost-Stopper. Sagt er das gar nicht beim zweiten Stopp, wann man im Boxenstoppfenster ist? Hier schon. Es ist aber deutlich, wie wir vor Verstappen sind. Das Auto ist einfach richtig geil. Aber was mit. Okay. Was mit Leclerc los ist, warum auf einmal so arschlangsam ist, verstehe ich irgendwie nicht. Da schleudert jemand. Das ist ja deutlich als deutlich, wie viel langsamer er als Sainz ist. Gut, ich habe ihm ja jetzt sein Heimrennen gegönnt. Aber. Boah. Das ist schon kritisch. Wie schnell das ja alles lang geht. Die Räder haben wohl blockiert. Ja. Ricardo, ah, nee. Na los, beeilt euch mal. Ich muss heute noch ein zweites Rennen am besten schaffen. So, Leclerc. 16, gleich 17 Sekunden. Was ist da los? Okay. Ach, jetzt sagst du es mir. Das Zeitfenster für Boxenstopp ist. Geklärt die schnellste Runde. Das ist gut. Sind das die 100%? Ja. Will, du fragst mich jetzt nicht nach der Strategie. Doch, jetzt gut. Warum fragt er nicht nochmal so schön? Ach man, nur. Okay, ihr könnt weiter pushen. Sainz kam kurzzeitig von der Linie ab. Okay. Von der Linie abgekommen. Ja, ist ja nicht schlimm. Das tut Leclerc nicht gut. Aber ich verstehe nicht, was mit dem Treibstoff los ist. Ich nehme nächstes Mal mehr mit. Also, unser Auto verbraucht jetzt so viel in letzter Zeit davon. Ich fahre die ganze Zeit sparsam und wir haben trotzdem nur ganz wenig drüber. Ich verstehe nicht, was da los ist. Alter Leclerc, es sind schon 22 Sekunden. Was ist los mit dir? Warum bist du so schlecht? Du bist doch mein Nummer 1-Fahrer. Muss aber in Monaco besser laufen. Könnten sie uns aber erlauben, dann kurz. Also wenn wir in Monaco genauso schnell sind, kurz vorher Sainz noch einzuholen vor der Zielinfahrt, damit Leclerc noch überholen kann, weil wir so viel Vorsprung vor Verstappen haben. Okay. Second wind for Sainz. Und Sainz ist als erster im Ziel. Er hat gewonnen. Nice. Okay. Noch einmal. Okay, finde ich gut. Fahrer. Sainz. Oh, beide punktgleich. Ach du Scheiße. Wird noch schwierig werden. Aber wir haben Verstappen überholt. Ja, Leclercs Rennen war nicht so gut.
Was machen wir denn jetzt, Antonio? Chassis ist fertig. Leclerc kriegt... Ich würde ihm am liebsten Abwehr geben. Aber... Oh, Kurvengeschwindigkeit. Tempo ist ganz wichtig. Wir gehen voll auf Tempo bei ihm. Bei Sainz auch. Und er kriegt eher Reaktion. Da ist er noch richtig scheiße drin. Danke. Motor im schlechten Zustand. Ja, wir werden es wechseln. Für den Monaco Grand Prix. Ein ganz frischer Motor für Charles Leclerc. Und wie sieht es aus mit der Entwicklung? Ganz gut eigentlich. Monaco. Der schwierigste Grand Prix von allen. Ich freue mich. Für Leclerc. Mach's besser als in echt. Der wird hier seinen ersten Sieg einfahren, sage ich euch. Monaco, Monaco, Monaco. Seit 1929 rasen Autos. Seit 1929. Jetzt geht's ab. Wird auch Antonio zum Training lassen, damit Sainz nicht besser ist als Leclerc. Bin immer noch dumm und habe kein neues Chassis fertig. Oh. Frontflügel lohnt sich meiner Meinung nach noch nicht, oder? Nein. Erst in Highspeed. Passagen. Okay. Dann könnt ihr mal schön trainieren. Vor allem Giovinazzi. Kann mal ein bisschen trainieren, besser werden. Sainz wird er nicht ersetzen, aber das ist sowas mal ganz gut, dass Sainz jetzt nicht immer fährt. Trotzdem genauso viel wie Leclerc. Mensch. Mann. Wie gut warst du denn? Ah, 10. Ach du Scheiße. Naja. Radio check. Okay. Macht mal eure Quali-Runde. DRS enabled. Okay. Boah, Sainz ist wieder schneller. What the fuck? Leclerc, was machst du? Kannst aber drinnen bleiben. Die anderen sind zu langsam. Der ist schon kritisch. Was ist da los? Der Bruch mit dem Rennen in Miami? Das war nicht unser Bestes. Aber warum wir da rausgefallen sind, verstehe ich nicht. Ich meine, ich habe die ganze Zeit sparsam gemacht und er ist trotzdem raus. Weil wir keinen Sprit mehr hatten. Geht doch nicht. Bleiben drinne. Viel Spaß beim Fahren. Ja, ist zu Ende, ich weiß. Harris hat auch keine Schnitte. Da fehlt Verstappen was Taktisches, eindeutig. Wir nehmen die alten Reifen. Brauchen fürs Q3 die frischen. And radio check, Carlos, can you hear me? Yeah, all good. Oder am besten wäre es vielleicht hier zu fahren. Wenn dann keine anderen nerven. Die Russell jetzt, der Leclercs Runde, oder? Nee, doch nicht. Ah, Leclerc ist schneller, nice. Gut. So, das ist der Leclerc, den ich sehen möchte. Und nicht der, der langsamer als Sainz ist wie im letzten Rennen. Das geht nicht. Es darf nicht sein. Ja, Verstappen mal schneller jetzt. Ist mir aber egal.
Was, die beiden Haas haben es ins Q2 geschafft, das ist nett. Mick hat es nicht mehr geschafft. Ah, ich hätte meine Fresse halten sollen. Es ist Mick raus, super. Kevin Magnussen ist weiter. Als ob die so viel, als ob das so viel Unterschied macht. Weil wir haben die frischen Reifen, komm, ziehen beide auf. So, wehe, da stört mich jetzt wieder jemand. Oh, Magnussen und Russell. Es kann nicht sein, dass die so ekelhaft sind. Wir haben Science-Runde komplett scheiße gemacht, genauso wie Leclerc. Kann ich die nochmal rausschicken? Wie lange ist denn noch? 7 Minuten. Wenn das mal kein Fehler ist, okay. Alle auf ihre coole Lab. Wir müssen in die Box rein, das war ein Fehler. Nochmal beide frische Reifen. Okay, Sainz ist ganz hinten dran. Claire hat vor sich Alonso, aber genug Platz. Reifen etwas warm, ja, ist egal. Pole Position. Ganz knapp vor Verstappen, der ist dann doch schneller, als ich erwartet hätte. Die Startaufstellung ist komplett. Ja, in echt hat es ja auch die Pole Position. Dann hat das Team das alles verkackt. Gehen lieber ein bisschen sicherer. Aber wir bleiben bei One-Stopper. Ich hoffe, dass uns der Verstappen hat uns da letztes Mal richtig alle gemacht. Der Welt, den großen Preis von Monaco. Das Startsignal erlischt und los geht's. Verstappen hat echt rote aufgezogen, okay. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Perez auch? Nee. And you can use the RS. Das ist schlecht. Ist in Sainz Grand Prix sind wir sehr schnell und in Monaco Charles Grand Prix sind wir scheiße langsam. Überholen ist auch schwierig, deswegen verstehe ich Sainz nicht, aber egal. Deswegen hätte ich doch die roten Reifen, weil er kann mich jetzt undercutten, das ist schlecht. Claire muss das machen. Irgendwie. Schnellzone ist immer gut. Das mit Reifen? Gut. Reifen sehen noch gut aus. Kraftstoff. Achso, ich habe vergessen, mehr reinzumachen. Hä, aber warum ist denn jetzt nicht so viel Verbrauch? Ich verstehe es nicht. Weil sich nicht so hart verteidigen muss? Keine Ahnung. Er verteidigt sich hart. Sehe ich ja immer. Kommt teilweise hier in der S-Zone sehr nah ran. Aber dann passiert halt nichts mehr. Das heißt, du musst am Paris vorbeikommen. Das ist essentiell. Schaffst du das? Irgendwie. Mir scheißegal, wie. Hauptsache, du kommst da vorbei. Claire lässt Verstappen hinter sich, weil seine Reifen nachlassen. Nice. Wir müssen eigentlich... Ne, wir warten jetzt einfach nur. Die müssen vor uns an die Box. Kommen gleich alle an die Box weiter. Ne, Perez hat ja auch. Bitte. Warum ist jetzt 2 Sekunden hinter Perez? Oh, Sainz, Mann. Verstappen ist wieder dran. Seine Box in Lab müssen wir jetzt attackieren. Beiden.
Wir haben ihn irgendwie auf Verstappen. Er macht auch einen One-Stopper. Sie sollten vor Max sein. Willst du mich nicht mal fragen, ob wir jetzt in die Box sollen? Nein? Okay, dann muss ich es selber machen. Mit beiden. Oder? Reicht das? 9 Sekunden, ja. Ich habe doch gerade gesagt, du sollst in die Box kommen, Junge. Boah, ey, das riecht mich manchmal auf. Denke ich, der will nicht fragen und dann fragt er doch. War das dann eine gute Inlap? Oh, vor Verstappen, aber deutlich vor Verstappen. Bessere Reifen dann noch. Perez haben wir auch noch eingeholt. Sainz. Perfekt, Leute. So, das Rennen sollten wir haben, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert. Wie katastrophaler Kraftstoffverlust. Hälfte des Rennens ist schon vorbei. Schade, das wird dein Heimsieg. Ich mach's besser als Mattia. Bessere Strategie. Kein Doppelboxenstopp, wo du so weit nach hinten geworfen wirst. Sainz kommt aber auch nicht an Verstappen ran. Das ist irgendwie traurig. Wir hätten den Punktevorsprung gut gebrauchen können. Du musst sogar aufpassen, dass Perez ihn nicht noch bekommt. Ich glaube, Verstappen pusht gerade richtig hart. Sonst würde Leclerc ihm wahrscheinlich ein bisschen wegfahren. Generell finde ich manchmal die Simulation ein bisschen komisch. Aber egal. Ich meine, dass hier einfach fast niemand rausliegt. In Monaco, das gibt es ja fast gar nicht. Da fliegen mindestens 1, 2, 3, 4 Leute gegen die Bande. Ey, ich hasse das mit dem Überholen. Der hat in 3 Sekunden aufgeholt, weil er an der richtigen Stelle überholt hat immer. Das ist schlecht. Wir hatten immer Scheißstellen zum Überholen. Aber Leclerc macht das bisher noch ganz gut. Wir haben noch einen passablen Vorsprung, den er hoffentlich ins Ziel retten wird. Wenn es jetzt noch anfängt zu regnen, das wäre es ja. Aber es sieht nicht so aus. Laut unserem Wetterradar. Das ist ziemlich gut ist mittlerweile. Wolltest du noch Ricardo? Nein, ja. Ist jetzt die doppelte Überrundung von Ricardo, Alter. Das ist so traurig. Hier ist er wenigstens noch ein bisschen nah dran an Norris, aber in echt. Nee, doch nicht. 28 Sekunden. Oh. Plus die 8 von Mick und die 1 Sekunde von Tsunoda. Was ist denn passiert? Es gab einen Unfall. Klingt nach einem Wagen. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Du, was passiert halt häufiger, aber es ist ein Wunder, dass er weiterfahren kann. Hm. Kann halt auch so viel kaputt. Was machst du denn? Auf einmal war er dran. Nicht mal eine Sekunde. Boah, dieses ganze Auto überholen, es riecht mich aber auf. Schindet einfach so viel Zeit. Wie konnte... Achso, wegen der gelben Flagge. Dann push mal ein bisschen. Mach mal Druck auf Verstappen. Verstappen wird extrem langsam. Er muss auf Reifen achten. Nice. Wir können ihn echt noch bekommen. Und P2 werden auch noch. Ja, außer Mick verhindert das. Ah ne, Mick ist jetzt hinter Perez. Last lap. Und sü. Nice. Gut gemacht, Charles.
Perfektes Rennen. Kann man nicht anders sagen. Dreckiger Sieg, weil du hast ein bisschen abgehalten, aber im Heimrennen kann ich es verstehen. Carlos, Enttäuschung, eine Enttäuschung. Egal. Warum gibt es trotzdem nur 750? Ich verstehe es nicht. Das Rennen war doch geil. Ist das gut? Ein gutes Rennen? Alles klar. Ich muss halt von P10 starten im Qualifying, damit ich hier mal ordentlich Punkte bekomme für die Entwicklung. Und dann werde ich das Rennen verkacken, das danach folgt. Sein abgeschlossen, okay. Glückwunsch, danke. Chassis, fertig, ja. Bitte, achso. Chassis C3. War schon C3? What the fuck, ey? Unterboden ist noch in Forschung. Ich mach mal einen Frontflügel, der auch für geringe Geschwindigkeiten gut ist. Dann haben wir so beides. Wir haben einmal schnell, einmal langsam. Was dann? 5 Ingenieure. Intensiv, weil Frontflügel wichtig sind. So, das Chassis. What the fuck? Ändert das was? Ist einfach komplett besser als das davor. Bleib ich doch beim C3. Mach am 8 neue. Okay. Ja. Wir haben uns gut entwickelt. Finde ich auch gut. Woran arbeite ich eigentlich gerade noch so lange? Frontflügel. Achso, ja. Die dauern ein bisschen länger. Seitenkästen, okay. Naja. Chassis. Das wäre mir zu gefährlich, wenn wir nur eins hätten. Wenn es kaputt gehen würde, ey. Ist ja trotzdem schade. Nein, Frontflügel. Braucht halt eine niedrige Geschwindigkeit, aber der erhöht halt auch meinen Topspeed. Das ist wichtig. Gegen beide Autos. Heck haben sowieso beide. Seitenkästen haben sowieso beide. Unterboden haben sowieso beide. Aufhängung haben sowieso beide. Na dann. Beim nächsten Mal geht's in Aserbaidschan. Und vielleicht schaffe ich danach sogar noch Kanada. Aber muss ich mal gucken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.